Zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. So, hallo liebe Leute, heute baue ich mit euch mal einen Gelenkbus und das Menü ist unten schon vollgepackt. Wir spielen auf der PlayStation 4 und benutzen das Stadt-Texture Pack, nur zur Information. So, als erstes brauchen wir Quarzstufen, dann Quarzstufen, ne, Quarzstufe und dann Quarzstufen, dann Quarzblöcke, dann Kohleblöcke, Schalter, rote Wolle. Ihr könnt ganz, ist ganz egal, welche Farbe ihr nehmt für den Bus, ich nehme rot dafür. So, schwarz gefärbtes Glas, dann grau gefärbte Glasscheibe und ein Hebel. Als erstes fangen wir mal mit der Bereifung an. Der Bus wird 3 Blöcke breit sein, so, und 10 Blöcke in der Länge. Dafür brauchen wir erstmal diese Quarzstufen. Setzen wir hier vorne erstmal welche an, so, und so, so und so. Und einmal so, dass wir die schöne Rundung hier unten, seht ihr das, dass wir so eine schöne Rundung hier unten drin haben, das wird nämlich der vordere Bereich des Busses sein. So, dann kommen hier 5 Blöcke von diesen Quarzstufen hin, so 5 Stück und dann wieder ein Reifen und ein Quarzblock. Man kann sich das gut merken, 2, 5 und 1. So, die Mitte, die können wir hier mit Quarzblöcken ausfüllen einmal, könnt ihr von hinten nach vorne einmal komplett hier ausfüllen. Die Seite auch. Hier 5 wieder. Und ein Kohleblock als Reifen. Und dann kommt, oh, jetzt habe ich hier natürlich 5. Das sollte nicht so sein. Hier kommen jetzt natürlich die Stufen hin. Die Quarzstufen so, wie auf der anderen Seite. So, schauen wir uns das mal ringsum an. Einmal kurz rumfahren, ob das alles so paletti ist. Ja, genau. So sollte das dann aussehen. Dann nimmt ihr die Schalter, packt die auf die Reifen drauf. So. Der Bus wird insgesamt 22 Blöcke lang werden. Es ist schon ein relativ langer Bus, den längsten Bus, den ich dann bis jetzt gebaut habe. So, dann brauchen wir Quarzblöcke. Setzt da hier vorne einen hin und hier vorne. Jetzt kommen wir dazu, die Farbe einzusetzen. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch einen blauen Bus bauen oder einen roten Bus. Müsst ihr halt selber für euch entscheiden, was ihr am besten findet. So, auf jeden Fall kommt jetzt neben jedem Reifen hier in der Mitte eine Tür hin. Das heißt, hier lasst ihr einen Block frei. So, und hier lasst ihr auch bitte einen Block frei. Und dann setzt ihr einfach die rote Wolle oder eine blaue Wolle oder eine grüne Wolle, wie ihr möchtet. Einfach hier so rum hin. So, wenn das Ganze dann so aussieht, ich zeige es euch mal so. So, dann habt ihr schon mal was richtig gemacht. Dann brauchen wir auch Türen. Ich benutze die Eisentüren hier. Ich finde, die passen ganz gut hier rein. Was nehme ich denn jetzt dafür weg? Das ist schwer. Ich nehme erstmal die Kohleblöcke weg. Die brauchen wir zwar noch. Dann setzt da hier die Eisentüren rein. So. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch. So. Dann brauchen wir einen Dispenser. Ah, Dispenser, Dispenser, Dispenser. Nehmen wir mal kurz einmal die Türen weg und setzen den Dispenser hier vorne rein. So, dann brauchen wir eine Leiter für den Kühlergrill. Den Dispenser können wir wegnehmen, den brauchen wir nicht mehr. Da müsst ihr auf der PlayStation einmal R3 drücken und dann könnt ihr die Leiter vorne dran knallen. Seht ihr? Sieht dann ganz schön aus. Dann können wir schon mit dem Glas weitermachen. Ich benutze schwarz gefärbtes Glas. Zieht da. Opa, was war das denn? Ich bin auf den Dispenser gekommen. Zieht da komplett das schwarz gefärbte Glas einmal komplett hier auf die ganze Linie einmal durch. Die andere Seite nehmen wir auch. So, so. Dann nehmen wir einen Hebel, setzen den hier hin und eine grau gefärbte Glasscheibe. Ihr könnt natürlich auch schwarz gefärbt nehmen oder weiß gefärbt, wie ihr möchtet. Das ist einfach für die Seitenspiegel. So. Dann brauchen wir Schalter. Ach, ich habe die schon im Menü, das ist ja perfekt hier. Setzt da hier einen Schalter hin und hier einen Schalter. So kann man dann auch die Türen ganz easy öffnen. Das machen wir auf der anderen Seite natürlich auch. So, ihr seht es eigentlich dann doppelt. So, von beiden Seiten kann man den Bus dann halt begehen. Dann werden wir jetzt, kümmern wir uns mal um das Dach. Setzen wir einfach diese Quarzstufen hier oben drauf. So. Könnt ihr komplett die ganze Länge erstmal nehmen. Hier auch. So, hier auch. Und dann macht er
auf die Höhe von diesen Türen macht er hier so eine Aussparung. Hier zwei Blöcke einfach wegnehmen und setzt einfach so ein schwarz gefärbtes Glas rein. Ist halt wie so ein Oberlicht. Ich finde, das sieht dann nicht ganz so langweilig aus, das Dach. So, dann brauchen wir, wo sind sie? Die Gegenstandsrahmen. Also hier, die Gegenstandsrahmen. Was nehme ich denn dafür raus? Nehmen wir mal die Leiter raus. Dann brauchen wir einige Farben. So, wir nehmen mal eine gelbe Glasscheibe. Wir kümmern uns erstmal um den vorderen Teil des Busses. Und dann kommt gleich der hintere. So. Dann brauchen wir Schilder. Ganz einfache Beschriftungsschilder. So, hier vorne kommen dann drei Stück dran. So. Und über jede Tür kommt ein Schild nochmal dran. Man kann natürlich jetzt beschriften mit irgendwelchen Nummern oder irgendwelchen Straßen oder egal, was man da dran schreibt eigentlich. Das ist ganz egal. Ja, so sieht auf jeden Fall schon mal der vordere Teil des Busses aus. So, jetzt wird es ein wenig spannend. Jetzt kümmern wir uns um das Gelenk, was den Bus zum Knicken bringt. Ne? Ich habe einige Sachen ausprobiert und bin zum Ergebnis gekommen. Wo sind sie? Das waren genau diese Steinziegeltreppen. Fand ich eigentlich am besten dafür. So. Ihr solltet die auch direkt so ansetzen, dass der erste Block so ist. Und dann setzt einfach die oberen dran. Da kriegen wir dann drei, zum Beispiel drei Aussparungen plus eine vierte gleich. Da brauchen wir dann einfach nur eine Stufe. Eine Steinziegelstufe. So, und setzen die halt oben dran. Und das Ganze machen wir zweimal hier. Doppelt. So. Hier oben auch. Und hier oben könnt ihr das dann komplett einmal so zuziehen. Hier den Eingang lasst ihr dann hier, dass man dann auch von dem einen Abteil ins andere gehen kann. Wenn das überhaupt Abteil beim Bus heißt. Hört sich eher nach Zug an. So. Ich fand dann das Ergebnis am besten vom Gelenk. Ich habe so einige Sachen ausprobiert. Ja. Würde ich mal sagen, werden wir uns jetzt mal um den zweiten Teil kümmern. Ich zeige euch mal den Bus einmal so. Dann könnt ihr vielleicht mal auf Pause drücken und den dann weiterbauen, bevor wir jetzt zum zweiten Teil kommen. So, dann werden wir mal weitermachen. Dann braucht ihr wieder die Quarzstufen. Setzt einfach hier an. So, da 5 Stück hier in die Reihe bitte. So, 5 Stück. Oh, dann ist der Reifen raus. Dann brauchen wir wieder einen Kohleblock. Nehmen wir mal, was nehmen wir denn dafür raus? Hier, diese grau gefärbten Glasscheiben können wir dafür rausnehmen. Dann brauchen wir einen Schalter wieder. So. Kann auch schon dran machen. Die andere Seite machen wir auch eben fertig. So. Zack. Die Mitte könnt ihr auch schon mal komplett so ausstatten hier. So. Ihr könnt natürlich die Mitte auch noch in einer ganz anderen Farbe machen, wie ihr möchtet. So, haben wir hier den Schalter auch schon dran. Ja, nice, der Schalter ist auch schon dran. So. Dann werden wir jetzt mit der roten Farbe fortfahren. Lasst da hier einen Block frei, weil hier kommt jetzt die Tür rein. Also diese 4 Blöcke einfach mal hier so reinmachen. Können wir auch schon mal die Scheiben reinsetzen. So. Dann diese Quarzstufen. Komplett einfach mal schon mal drüber ziehen. Ich finde das ganz schön. Dann hat man unten Quarz und oben Quarz. So. Die Tür. Die Schalter brauchen wir gleich noch. Wir nehmen mal die Gelenksachen raus. Hier eine Tür rein. Und hier auch eine Tür rein. So. Jetzt brauchen wir noch das andere Ende, also 4 Blöcke, 1, 2, 3, 4, die auch, so, Boden rein, roten Streifen auch wieder hier vor, so, also der hintere Teil, dieser hintere Teil komplett, der ist auch 10 Blöcke lang, genauso wie der vordere. Identisch. So. Machen wir das auch. Dann das Dach wieder drüber.
So. Das hintere Fenster haben wir jetzt reingebaut. Das nimmt er bitte raus. So. Und wir machen halt das so, dass es einen roten Block nach oben geht. Das symbolisiert einfach das Ende. Das sieht dann halt ein bisschen schöner aus. Seht ihr das? Das sieht dann, ist dann nicht eine gerade Linie. Das geht dann so ein bisschen hoch. Und da sieht man, ach, da endet der Bus. Hinten könnt ihr natürlich nochmal ein so ein Fenster reinsetzen. Ja, bevor ich das Fenster reinsetze, was jetzt auch wichtig ist, wir brauchen einen Auspuff. Dafür benutze ich hier immer den Trichter. So. Wir müssen nochmal kurz hier was einreißen. Nimmt einfach die Seite kurz raus hier. Das auch. Geht hier kurz rein. Nehmt euch einen Hilfsblock, packt den hier hin und setzt den Trichter an diesen Block dran. Das ist ganz wichtig, damit diese Trichterspitze, diese hier, nach vorne zeigt. Seht ihr das? So. Dann den roten Block wieder rein. Und die Glasscheibe rein. So, jetzt sieht das hinten so ein bisschen komisch aus. Da habe ich nämlich diese zwei Blöcke, nehme ich nämlich raus. So, ihr werdet gleich sehen, was ich da mache. Ich ersetze das einfach nur, also setze nur diese Stufen rein hier. Boah, wenn ich jetzt mal treffen würde, so. Diese Quarzstufen. Seht ihr, das sieht dann so auch von der Seite ein bisschen hübscher aus. Ah, ich sehe gerade, der Block hier, seht ihr, da unten haben wir nämlich noch so einen kleinen Block hier. Man kann natürlich von innen, das stört mich ein wenig. Den nehmen wir mal kurz raus. Wir können natürlich jetzt kurz von innen mal reingehen. Hier. So. Setzen wir einfach ganz easy so eine Quarzstufe rein hier. Dann sieht das von außen, also von innen sieht es dann gleich aus und von außen sieht es dann ein bisschen hübscher aus. Hier natürlich müssen wir auch die Schalter einsetzen. So, seht ihr das? Das hintere Teil, das sieht dann schön aus. Lasst da zwei Blöcke hier hinter frei. Setzt einfach diese Quarzstufen hin. Also hier diese Quarzstufe und nicht diese Quarzstufen. Man kann sich da echt mit verwechseln. So, wir brauchen noch Oberlichter. Wir setzen hier auch zwei Oberlichter rein. So, lassen auch zwei Blöcke Platz wie hier. Setzen das erste Oberlicht rein und lassen dann drei Blöcke Platz hier und setzen dann das nächste Oberlicht rein. Dann ist das so fast symmetrisch. So, wir müssen aber natürlich noch Schilder reinmachen. Der Trichter kann raus. Diese Schilder, wo der Bus überhaupt hinfährt, da kommt eins hin. Hier kommt eins hin. Und hinten müssen wir natürlich auch noch die Rücklichter machen. Da brauchen wir wieder ein Gegenstandsrahmen. Und ganz wichtig, rote Rücklichter als Bremslichter. So, hier unten einmal hin. Ihr könnt hier natürlich auch noch eins da oben packen, aber ich finde die Höhe, das passt schon ganz gut. Hinten mache ich auch ein Schild dran. So, ich finde, das sieht dann ein bisschen kompletter aus. Und so erkennt man dann auch, wo vorne und hinten ist, auch wenn die Form recht gleich überall ist. Aber wenn ich jetzt mal so rumfahre, schauen wir uns den Bus mal an. Das Schild mal aus der Hand. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich finde schon, der Bus kann sich doch schon sehen lassen. So als so ein Gelenkbus. Ah, hier fehlt natürlich noch ein Schalter. Schalter dran. So. Ja, innen drin kann man natürlich auch noch ein paar witzige Sachen machen. Ich habe so gedacht, so, oh, das sieht so ein bisschen kahl aus innen drin. Man kann einfach da so ein paar Köpfe reinsetzen und das wirkt echt gut, Leute. Ich habe es mal ausprobiert. So, gehen wir mal rein hier. Auch hier zum Beispiel, hier kann man komplett durchlaufen. Seht ihr ja, ist ja kein Hindernis da. Ist kein Problem. So, man kann hier halt so ein paar Köpfe reinsetzen, wie man möchte. Man kann die auch so reinsetzen. Oh, man sollte natürlich aufpassen. Man kommt da nachher nicht mehr durch, dass man die auch von vorne nach hinten reinsetzt oder immer auf jeden Fall nach hinten zurückgeht. So. Ach, wir haben noch ein bisschen Platz. Hier ein paar Hinterköpfe. So, so. Hier dann nochmal ein Schalter. Dass wir mal kurz rauskommen. Und ich finde, so sieht das ein bisschen schicker aus. Als würden da echt welche drin sitzen. Sieht ein bisschen voll aus dann, ne? Ich finde es ganz cool. So. Schaue ich mir den Bus auch nochmal an.
Nicht, dass ich noch etwas vergessen habe. So, in der Breite kann man den natürlich einmal ganz gut abchecken. Wie gesagt, der ist 22 breit ist der. Und 22 Blöcke lang und 3 Blöcke breit. Das wollte ich damit sagen. Und ich finde, ihr könnt auch eine ganz andere Farbe dafür benutzen. Ihr könnt blau nehmen, grün, was weiß ich, was es da alles noch für Farben gibt. Wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich die Busse so bauen, wie die in eurer Stadt fahren. Das ist ja auch vielleicht ganz interessant für euch. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, war es das für dieses Tutorial. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und dass das auch alles so gut gelingt. Ich denke mal, der passt ganz schön in so eine Stadt rein. Ja, fahren wir nochmal so schön rum. Und wenn ihr noch andere Fahrzeuge sucht, andere Tutorials, dann schaut doch mal in die Playlist rein. Die wird gleich oben rechts eingeblendet. Da gibt es noch einige andere Fahrzeuge, wenn ihr irgendwie mal ein Fahrzeug sucht. Ich denke, da habe ich schon einige mal gebaut. Schaut doch gerne mal rein. Ansonsten sage ich, ich bin raus. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zu Minecraft Tutorial wieder. Macht's gut. Ciao.